Abhalten des englischen Webinars gerade eben. Wir waren knapp unter 100 Leute, das war schon ganz schön gut. Aber unsere Leute aus Costa Rica und USA, die haben sich leider um eine Stunde vertan. Deswegen haben wir das glücklicherweise aufgezeichnet. Jawohl. Also, dann lasst uns starten, ihr Lieben. Und wir haben ja, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Und ich weiß, das mag dem einen oder anderen jetzt auch wieder nicht gefallen, der hier nur drauf ist, um keine Musikvideos zu sehen oder vielleicht nur Informationen zu bekommen. Es gehört zu unserem Geschäft dazu, liebe Freunde, dass wir denjenigen, die hier ja gewisse Positionen erreichen und ganz besonders wilde Sachen hier bewegen, dass wir denen auch die dementsprechende Laudatio zuteil werden lassen. All die, weil wir hier gerade eben mal in 24 Stunden zwei neue Monsterbilder hervorgebracht haben. Und es ist übrigens ein dritter Monster, ist gerade in der Schleife. Hat auch den Monster gemacht, wird aber noch nicht angezeigt. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir sind jetzt hier seit 20 Monaten zugange und innerhalb von, ich sag mal, 30 Stunden drei Monsterbilder. Die kommen aber, dritten warten wir jetzt noch ein kleines bisschen, aber Katharina und Eddie, da muss man da mal sagen, das sind die neuen Monster-Zwillinge. Ja, also, an dieser Stelle mal ganz kurz meine Laudatio an diese beiden. Zu Katharina, ihr wisst das, Katharina und ich, wir kennen uns ganz, ganz lange und sie war die 25. Frontline-Managerin, die ich damals brauchte, um Diamantmanager bei FLP zu werden. Da haben wir uns kennengelernt. Sie kam ganz normal aus normalem, herkömmlichen Business. Sie hat Reinigungen haben sie betrieben, Jörki und Katharina. Und dann weiß ich noch ganz genau, der erste Tag, wo sie damals in Neuss auf meine Veranstaltung kam, ich glaube, es waren 500 Leute da oder so. Wir haben uns im Aufzug haben wir uns getroffen und sie hat gefragt, ob irgendeiner den Jörg Wittke kennt. Und da habe ich gesagt, ja, da sind sie bei mir mal ganz gut richtig. Und so ging das los. Und das ist ganz, ganz viele Jahre her und wir haben saugute Zeiten erlebt und sie hat damals eine Mega-Entwicklung dort schon genommen, hat in den anderen Unternehmen wahnsinnige Führungsqualitäten aufgebaut und dann ist sie relativ früh, Ende letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, ist sie hier bei uns gewesen und dann haben wir uns privat getroffen. Das ging gar nicht um Geschäft. Sie kam einfach, sie war in einem anderen Business, sie kam zu mir nach Hause, wir haben einen Kaffee getrunken und dann sagt sie so nebenbei, was machst denn du jetzt? Und ich sage, du, ich mache die Geschichte mit dem BitClub da. Und da sagt sie, hatte ich ein bisschen was gehört, erklär mir mal ein bisschen was. Und dann ging das los. Und dann muss ich dazu sagen, hat sie einfach aufgrund familiärer Situation mit ihrer Mama, hat sie echt richtig viel Zeit gar nichts machen können. Und neben all diesem privaten und familiären Stress, ich kann so den Hut nur davor ziehen, was sie hier geleistet hat, wie sie mit ihrem Team arbeitet. Und ich muss an der Stelle auch sagen, ein Wahnsinn, weil Katharina macht es genauso wie ich. Sie ist die Kopie, ja, alles nur online. Dreier-Calls, Skype-Calls, immer das Team auf den Webinaren und nutzt es eins zu eins, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Und echt, ich ziehe echt den Hut davor. Also hier in dieser Zeit auch noch unter diesen erschwerten Bedingungen den Monster reinzufahren, das ist absolut fantastisch. Dann unser Eddie, ich meine, ihr wisst ja, Eddie ist ja mein Zwillingsbruder. Also wir sind quasi eineiige Zwillinge und selbst unsere Eltern, die haben Schwierigkeiten, uns auseinanderzuhalten. Ihr wisst das. Und ja, Eddie, das ist so eine lustige Geschichte. Eddie hat dann irgendwann mal gesagt, Jörki, ich mache jetzt mal mit großen Investoren. Und ich habe gesagt, Eddie, das ist ein Fehler. Und dann hat er gesagt, lass mich mal machen. Und da habe ich gesagt, nee, 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 habe ich gesagt. Network Marketing ist kleine Leute, also kleine Investoren und in Masse aufbauen. Und er sagte, Jörki, sagte, wir haben das beste Geschäft, um auch große Investoren hier einzusammeln und wir machen nur damit 3.500 Dollar rum. Und ich wollte ihm nicht zuhören und er hat es wirklich eines Besseren bewiesen. Also mein lieber Mann, was die da für ein Radtrainer ist jetzt gerade, ich weiß nicht gerade, Eddie, bist du gerade noch in Erfurt? Der Eddie, der macht ja Sachen. Der Eddie, der mietet eine Präsidentensuite in Erfurt und hat dann über 2, 3 Tage machen die in einem durch das Stammtische und feiern und machen Party und sammeln Gelder ein bis zum Abwinken. Das gibt es überhaupt gar nicht. Also Eddie, muss ich sagen, Eddie ist komplett sein eigener Kopf und was der macht, macht er erfolgreich.
Wir haben uns viele, viele Jahre sind wir quasi nebeneinander hergelaufen. Wir haben Kontakt gehabt, privat, haben aber nie miteinander gearbeitet. Und dann haben wir im letzten Business haben wir dann zusammengefunden. Und ja, also Eddie ist sicherlich ein absolutes Unikat und eine Führungskraft, wie man sich das nur wünschen kann. Ich darf an dieser Stelle, darf ich beiden, dem Eddie und der Katharina, ganz herzliche Grüße ausrichten vom Russ. Mit dem habe ich heute Nachmittag Kontakt gehabt. Auch weil es da um den dritten Monsterbilder noch ging, der gerade hier entsteht. Also es sind jetzt quasi innerhalb von, ich habe ja einen zweiten Monster noch aufgebaut gehabt, persönlich von mir. Ich habe zwei Monsterplätze, jetzt Pegasus 1 ist jetzt auch Monster geworden. Und dann haben wir dazu, wir haben den Musti als Monster, wir haben den Eddie als Monster, wir haben Katharina als Monster, diese eine Position noch und halt einen fünften Monster. Und nein, das sage ich natürlich nicht, weil da müssen wir halt abwarten, bis es offiziell dann bestätigt ist. Aber mein Megamonster steht übrigens auch noch nicht drin, aber ich glaube, das muss gerade noch irgendwie per Hand, muss das, glaube ich, nachgearbeitet werden, weil es da noch nicht ganz so viele von gibt. Aber es ist so verrückt und der Rusty sagt, Alter, was macht ihr da? Der sagt, das gibt's doch in keinem Film, was ihr da veranstaltet. Also er kriegt, glaube ich, gerade mit, dass hier echt wilde Sachen gerade bei uns passieren. Und wie gesagt, ich bedanke mich bei euch und ich glaube, da kommen noch ganz, ganz viele andere, armer Junge, wer auch immer sich da gerade das anschickt. Es sind ganz, ganz viele auf der Piste und ich wundere mich dann immer in den WhatsApp-Chats, wie dann so einige dann irgendwie sagen, könnt ihr nicht mal aufhören, hier zu gratulieren? Ich weiß, das ist natürlich nervig, wenn ich auf Informationen warte, aber Leute, ich bin so stolz darauf, Leute in meinem Team zu haben. Chris Koch, gestern den Master gemacht. Ich kriege sie eigentlich, der Ben und Ben Neuendorf. Und ich weiß nicht, wie viele Leute, wo mir die ganzen Namen jetzt alle nicht einfallen, die hier ihre Positionen erreichen. Das ist so verrückt. Und ich sehe ja auch, was ihr verdient. Und deswegen genauso, genau, ich bin so dankbar, armer Junge, frag mich mal, wie dankbar ich bin. Und zwar nicht nur auf das, was wir verdienen, sondern ich bin dankbar, dass ich die Chance haben darf, als Führungskraft eine solche Organisation hier mit aufbauen zu dürfen für ein Unternehmen wie den BitClub, was so seriös und langfristig aufgestellt ist, hier dabei sein zu dürfen. Ich sage euch, wir schreiben hier Geschichte. Wir sind die Top-Führungskräfte in einem Unternehmen, was weltweit Geschichte schreiben wird und Unglaubliches bewegen wird. Also, an dieser Stelle, ich will auch Monster werden. Nicht ich will, ich werde. So einfach ist das, Claudia. Ich werde. Eigentlich bist du schon. Ja, also sag einfach, ich bin Monster und es wird passieren. Ich mache jetzt mal hier den Chat für eine Weile kurz aus, damit wir uns so ein bisschen auf das konzentrieren. Ganz sicher, weil wir haben ganz, ganz viele neue Partner hier drauf. Und gerade für diese neuen Partner ist es natürlich auch wichtig, so die grundsätzlichen Steps mitzubekommen und die grundsätzlichen Steps richtig zu machen. Und deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig, wie ihr das macht mit den Absicherungen der Accounts. Und deswegen, ich gehe jetzt ganz kurz mal in die Bildschirmübertragung. Ich will so ein paar Dinge, will ich euch heute einfach dann auch live zeigen, damit ihr das dann seht, wie man das von den Abläufen her macht. Screen Area, schwupp, zack. Und jetzt gehen wir mal hier auf den, hier machen wir mal etwas so groß hier. Da läuft Musik, schwupp. Den brauchen wir aber jetzt nicht mehr. So, komm hier, mach mal Pause da, Kollege. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo sind wir denn hier oben? Sind wir, glaube ich, BitClub Networks. So, den mache ich jetzt ein bisschen kleiner, dann sollte der bei euch passen. Schwupp. Also, wenn ihr jetzt, ich glaube wohl, dass ich mich neu einwählen muss, lass mich eben gucken. So. Ganz kurz, nee, das war ja falsch. Da muss ich ja. Ah, doch, 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 hat geklappt. Alles klar. So, ach, guck mal da, Megamonster, da ist er doch. Ja, da gratuliere ich mir doch mal selber. Jocki, hast du gut gemacht. Aber eigentlich seid ihr das ja. Das ist ja die Geschichte. Du musst ja nur anderen Leuten helfen, ihre Position zu erreichen. Und dann funktioniert es ja auch. Also, ihr seht, es funktioniert alles. Das ist Teamwork. Das ist richtig tolles Teamwork. Und ich bin extrem stolz. So, jetzt diese Geschichte hier. Ja? Your current rank. So, diese Sache hier ist wichtig. Also, wenn ihr hier in euer Backoffice geht, ich mache das jetzt nochmal. Entscheidend immer, geht bitte auf Englisch, wenn ihr irgendwelche Dinge im System fummelt. Ja? Also, bitte immer auf Englisch umstellen. Jetzt geht ihr in My Account, My Profile.
Okay? So, dann geht ihr hier runter und dann holt ihr als erstes euch den PIN-Code ab. Ja? Dann sagt ihr E-Mail-New-PIN-Code. Okay? Da draufklicken. Zack. New PIN-Code send. So. Erst danach holst du dir aus der E-Mail, holst du dir den PIN-Code und tippst den hier rein. Okay? Dann ist der Security-Code schon eingegeben. So. Dann gehst du auf Select Option, gehst auf Enable, heißt anschalten. Ja? Klack. Und jetzt zeigt der dir hier diesen Barcode an. Jetzt gehst du in deinen Google Authenticator, klickst oben rechts auf Plus, und scannst mit der Kamera diesen Barcode. Jetzt wird dir hier in deinem Google Authenticator wird dir dieses Konto angezeigt mit einem Code, der wechselt alle 30 Sekunden. Der wird dann kurz rot, wie jetzt gerade, und dann wechselt der Code. Diesen Code gebt ihr jetzt hier unten ein, der jetzt in eurem Authenticator angezeigt wird. Und dann gebt ihr ihn ein und erst dann geht ihr auf Submit. Das heißt, ihr braucht zwei Dinge. Ihr braucht erstmal den Code aus der E-Mail plus ihr braucht den Code, der angezeigt wird im Google Authenticator. In dem Moment, wo ihr das dann submittet, ja, also übertragt, dann zeigt er dir an, okay, Änderungen sind durchgeführt. In dem Moment passiert jetzt Folgendes. Wenn du dich jetzt einloggst als nächstes Mal, gehst du auf Login. Und dann wird dir angezeigt, dass du den Google Authenticator eingeben musst. Damit ist dein Account gesichert. Leute, diese Accounts, da ist bares Geld drin. Und glaubt mir, ihr macht euch keine Vorstellung davon, was für kriminelle Energie da draußen unterwegs ist, warum wir jetzt gerade zum Teil auch diese Updates gehabt haben. Das darfst du gar keinem erzählen, weil da einfach irgendwelche Vollidioten sich Gedanken gemacht haben, wie kannst du den BitClub ziehen und haben das auch ganz clever gemacht. Die sind nämlich hingegangen, haben sich gleichzeitig in ihr Backoffice eingeloggt und zwar auf verschiedenen Rechnern, sind auf My Wallet gegangen, auf Bitcoin Wallet und haben dann intern transferiert. Ja, und zwar von einem Konto auf den anderen. Aber die haben sich gleichzeitig mit zwei Rechnern im selben Account angemeldet, haben auf ein und dasselbe Konto überwiesen und haben in der gleichen Sekunde auf Abschicken gedrückt. Und dann wurden aus zwei Accounts wurden jetzt 5 Bitcoins auf einen Account übertragen und dann kamen da 10 an. Und dann haben die das von da aus genauso gemacht, nochmal. Dann haben die quasi durch Hin- und Her-Transferieren Bitcoins vervielfacht und glücklicherweise werden ja Auszahlungen immer per Hand kontrolliert. Ja? Und deswegen ist das dann aufgefallen, dass diese Bitcoins gar nicht offiziell entstanden sind, aber auf die Ideen muss man mal kommen. Ja, was, und glücklicherweise ist derjenige auch schon rausgefunden und alles Mögliche. Ja, aber das sind halt Sicherheitsgeschichten, auf die Ideen kommst du überhaupt nicht, dass man sich über sowas Gedanken machen muss. Ja, also, okay. Das wollte ich ganz kurz sagen. Google Authenticator ist ganz wichtig, dass ihr damit arbeitet. Alle, ich gehe gleich später nochmal in die Übertragung, aber jetzt gehe ich erstmal wieder hier zurück. Endsharing und mach jetzt den Chat wieder auf, wenn wir uns darauf einigen können, dass wir hier nur Dinge posten, also jetzt nicht Hallo Claudia, Hallo Peter, Glückwunsch zum keine Ahnung was, sondern einfach nur uns auf das konzentrieren, was hier ist. Ihr könnt mir ganz kurz schreiben, konntet ihr gerade die Übertragung sehen, damit ich weiß, dass das alles hier reibungslos funktioniert, dann weiß ich super. Vielen Dank, klasse. Also Absicherung, Authentikator, bitte tut es. Ja? Weil es tut euch weh, wenn dann plötzlich da mal so ein paar Bitcoins drinstehen und der Falsche hat den Zugang dazu, weil die warten auf den richtigen Augenblick und dann sind eure hübschen Bitcoins weg. Okay, super. Der BitLoop ist weit mehr als nur Bitcoin Mining. Nein, das machst du für sämtliche Accounts, wo du Pools drin hast. Ja? Also ich mache das mit sämtlichen Geschichten und dann hast du natürlich auch Xapo und alle anderen Dinge auch. So. Jetzt, bitte komm, jetzt macht ihr bitte keine Fragen und so weiter. Ich kann die nicht beantworten, weil ich muss mich hier drauf konzentrieren. Sonst muss ich den Chat zumachen. BitLoop ist weit mehr als Bitcoin Mining, liebe Freunde. Also, wir sind groß geworden im Bitcoin Mining. Das ist ja unser Hauptsteckenpferd. Und warum das so wahnsinnig attraktiv noch sein wird, da werde ich gleich auch ein paar Worte da nochmal zu sagen. Auch in Zukunft. Denn ihr seht ja die Zahlen zum Beispiel. Ich mache das mal zu, Dankeschön. So,
Ihr seht das ja an den Zahlen, die wir erreichen. Also, wenn ihr euch das mal anschaut, was ich eben mit dem englischen Webinar belegt habe, wir haben uns heute schon wieder irgendwie 8 Accounts, wir haben 8 Blogs bekommen, wir haben gestern 10 Blogs gewonnen. Also geh mal irgendwie von 8 aus. Bei dem heutigen Kurswert liegen wir bei über 500.000, die wir pro Tag an Gewinn, an Bruttogewinn machen, wovon du dann natürlich noch die Kosten abziehen musst. Wir sind aber aktuell so grob bei 14 Millionen, die wir im Bitcoin-Mining an Profit pro Monat erzielen, was ich ja auch in den Webinaren dann teilweise erkläre. Was kann also jetzt passieren? Es kann passieren, dass wir mehr Bitcoin-Blocks bekommen oder weniger. Die Chance, dass wir mehr kriegen, ist riesengroß, selbst wenn wir nur auf dem Level bleiben würden, wo wir sind. Ich glaube, es gibt keinen, der hier auf der Leitung ist, der nicht dran glaubt, dass wir in gar nicht allzu ferner Zukunft mal $10.000 in Bitcoin erreichen werden. Was dann bedeuten würde, bei den aktuellen Daten, die wir aktuell haben, reden wir von etwa 1,2 Millionen, die wir dann pro Tag an Gewinn erzielen. Mal 30 Tage reden wir irgendwie von, keine Ahnung, 36 Millionen, die wir damit pro Monat reinholen. Lass den Kurs dann steigen auf 20, auf 30, auf 50.000 oder auf 100.000. Das Potenzial, was wir in diesem Bereich haben, ist nahezu grenzenlos. Was nicht grenzenlos ist, ist die Menge der Bitcoins, die verteilt werden. Das heißt, das Equipment ist endlich und auch die Anzahl der Bitcoin-Blocks, die gemeint wären, sind endlich. Und deswegen haben wir auch eine Situation, über die ich gleich nochmal sprechen werde, die in dem letzten Newsletter angesprochen worden ist, wo gesagt worden ist, es wird womöglich auch mal Tage geben, wo wir keine Bitcoin-Mining-Shares kaufen können. Ja, das kann dann mal so sein, zum Ende des Monats zum Beispiel, mal für 5 Tage oder keine Ahnung was, keine Bitcoin-Shares verfügbar sein werden. So, der Grund, dass wir aktuell auch von 2 Herstellern bekommen wir Mining-Equipment geliefert und die wollen uns natürlich auch nicht größer werden lassen, als sie selber sind, was ja auch verständlich ist. So, wir sind aber auch in Verbindung mit anderen Herstellern von Hochleistungstechnologie, dass die separat für uns und speziell für uns Bitcoin-Mining-Equipment erstellen. Nichtsdestotrotz ist Russ und auch Matt und viele andere, die die Finger in der Company haben, gehen davon aus, dass das GPU-Mining womöglich auf Dauer noch lukrativer sein kann als das Bitcoin-Mining. Und auf jeden Fall, dass das GPU-Mining von unserem prozentualen Anteil her höchstwahrscheinlich größer werden wird als das Bitcoin-Mining, weil wir damit nahezu unendlich sind. Das heißt, wir können für Milliarden können wir GPUs anschaffen. Ja, weil es werden noch wahnsinnig viele weitere Coins kommen, die sich hier in den Markt positionieren werden. Und wir haben natürlich jetzt eine Situation, die der Russ erklärt hat, die ganz, ganz einzigartig ist, weil wir nämlich jetzt über die GPUs schon verfügen. Als wir damals mit GPU-Mining angefangen haben, Dankeschön. Als wir damals mit dem GPU-Mining angefangen haben, da kam die Idee und da war es interessant, Ether zu minen. Ja, also Ethereum. So. Das Ding war dann aber, als es losging, hatten wir noch keine GPUs. Wir haben die ersten GPUs gekauft und dann sind die angeschlossen worden und all diese Geschichten. Ich hatte eine ganz lange Konversation mit Russ, wo er mir das erklärt hat und sagte, Jörg, wir haben jetzt gigantisch viele Rechner da schon stehen. So jetzt, und glaub mir, es werden in den nächsten 10 Jahren noch so viele interessante Projekte auf der Basis dieser digitalen Währung entstehen, wo wir dann per Knopfdruck draufspringen können, weil das Ethereum-Mining war natürlich im Nachhinein jetzt besonders lukrativ in den ersten 3, 4, 5 Monaten. Ja, wo wir wirklich für $2.20 Ether bekommen haben. Aber du hast natürlich dann, keine Ahnung, alle 3 Tage hast du einen Ether gehabt, der heute 250 wert ist. Und gerade in der Startphase von solchen Coins kannst du dann eine gesamte Farm, kannst du per Knopfdruck auf einen solchen Coin drauf tun, der in dem Moment noch wenig wert ist, aber uns dann im Nachhinein
bei der zu erwartenden Wertentwicklung natürlich diese wahnwitzigen Renditen dann mit sich bringt. Und da wir beim GPU-Mining natürlich auch extrem langfristig aufgestellt sind, weil die GPUs einfach sehr lange Lebenszeit haben, ist das womöglich das sogar noch lukrativere Investment. Also ich persönlich, ich investiere immer wieder weiteres Geld, packe ich immer wieder in weitere GPUs, ja, weil ich da auch ein ganz, ganz großes Potenzial drin sehe. Clubcoins, natürlich, viele von euch haben viele Clubcoins, ein ganz, ganz interessantes Thema noch, was sich entwickelt wird, die Vertriebsprovision, da verdienen wir Geld dran, an der Wertentwicklung des BTC. CoinPay, Anfang nächsten Jahres, liebe Freunde, wird eines der größten Projekte starten, was es jemals im Network Marketing gegeben hat. Und es ist schon da, es läuft schon, es ist nur zu kompliziert, den Händlern im Moment CoinPay einzurichten. Aber CoinPay, ihr wisst das, das ist eine Zahlungsplattform, wo wir zu jedem gehen können. Ja, da kannst du zu Aldi gehen und kannst sagen, wollt ihr Bitcoin akzeptieren? Und dann kriegen die die Möglichkeit, mit einem kurzen Anschluss und mit dem Terminal Bitcoins zu akzeptieren. So, ein gewaltig großes Projekt, wo wir davon ausgehen, Milliarden und Abermilliarden im Jahr umzusetzen, weil wir Bitcoin akzeptieren, weil wir den Händlern die Möglichkeit geben, Bitcoin und andere kryptografische Währungen zu akzeptieren. Und da werden wir an jeder Transaktion beteiligt. Schaut euch bitte mal an, wie sich Master und Visa Card, wie sich die entwickelt haben, ja, von einem uninteressanten Zahlungsmedium zu einem, was jeden Tag Milliarden dreht. Das ist unser nächstes Ziel. Und da verdienen wir Vertriebsprovisionen dran, liebe Freunde. Also jede Transaktion, denkt mal drüber nach, jedes Mal, wenn irgendeiner mit Bitcoin bezahlt. Stell dir mal vor, du gehst zu Emirates Airlines und über dich gehen die hin und sagen, okay, wir akzeptieren jetzt Bitcoin in unserem Online-Shop oder zu Turkish Airlines oder zu, ich weiß nicht was, zu irgendwelchen Online-Shops, Amazon, was auch immer. So, und die akzeptieren dann Bitcoins und jede Transaktion, jedes Mal, wenn gekauft wird, verdienst du Geld daran. Das ist so ein irrwitziges Projekt, wo wir noch gar nicht drüber nachdenken. So, und weitere Projekte, da habe ich mal mit Russ hier zusammengesessen und der sagte, Jörg sagte, wir haben so viele Projekte, die wir angeboten bekommen, weil wir mittlerweile über den Sales Channel verfügen. Wir haben jetzt im Prinzip die Leute auf der ganzen Welt verteilt. Wenn wir ein Projekt übernehmen, dann können wir da ruckzuck können wir damit den Vertrieb weltweit aufstellen und die kommen jetzt mittlerweile zu uns. Das nächste ist natürlich, wir sind ja ein Kanal, der Gelder einsammelt. Das heißt, wenn jetzt interessante Projekte kommen, ich sage jetzt mal sowas wie Ethereum in der Vergangenheit, die dann so IOC-mäßig Geld eingesammelt haben. So, theoretisch könnten wir hingehen mit unserer Finanzkraft, die wir heute haben, weil ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten einen Trading-Robot, ja, der sollte eigentlich eingeführt werden, ist dann aber oder hat nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Aber wir waren in der Lage, wir hätten im ersten Monat 100 Millionen eingesammelt. Da war ein Inder, der hat 30 Millionen in Bitcoin da liegen gehabt und gesagt, ich gehe sofort da rein, ich will das. Ja? Das heißt, bei dementsprechend interessanten Projekten, je größer wir als BitClub werden, desto mehr können wir auf Knopfdruck viele 100 Millionen in Projekte investieren. Und das, was dort angeboten wird in diesem Bereich, da kommen so spektakuläre Technologien gerade auf den Markt, wo Russ sagt, da gibt es Projekte, da investierst du 100 Millionen und dann weißt du, das ist milliardenwert schneller, als man sich das vorstellen kann. Und deswegen, wir müssen einfach nur sehen, dass wir nicht nur ein Bitcoin, eine Bitcoin-Mining-Operation sind. Eigentlich sind wir ein Investmentportal, was in den unterschiedlichsten Bereichen, in dem Bereich der kryptografischen Währung, der jeden Tag interessanter wird, einfach aufgestellt sind und uns natürlich damit auch die Möglichkeiten geben, uns quasi von unserer eigenen Finanzkraft oder von unserer eigenen Finanz- oder Investmentplanung her ganz anders aufzustellen. Also ich verdiene heute Geld am Bitcoin-Mining, wie ganz, ganz viele von euch. Ich verdiene Geld am GPU-Mining, wie ganz, ganz viele von euch. Ich bin in Clubcoin engagiert. Das sind auch noch ganz viele von euch und der eine oder andere, ihr könnt euch auch noch ein paar Clubcoins kaufen, das, was die Company mit vorhat, wird den Clubcoin irgendwann zum Explodieren bringen, da bin ich mir sicher. Vertriebsprovisionen verdienen wir brav.
An der Wertentwicklung nehmen wir permanent teil. Die Insider-Informationen, wie zum Beispiel, dass wir Ethereum gekauft haben für unter $10, das lasse ich jetzt mal noch komplett außen vor. Coinpay, wir haben Shares, Leute. Ihr habt Shares an einem Unternehmen, was womöglich irgendwann für Milliarden und Abermilliarden verkauft wird. Plus all diese weiteren Projekte, die uns die Möglichkeit geben, uns auch in Zukunft an hochinteressanten Projekten zu beteiligen. Das ist das, was ich gerade eben schon beantwortet habe. Was ist, wenn wir zwischenzeitlich keine Bitcoin-Shares mehr kaufen können, weil einfach das Equipment nicht verfügbar ist? Vielleicht sollte ich an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz ausholen und erklären, warum mir diese Information in dem Newsletter so wahnsinnig gut gefallen hat, wo der eine oder andere dann sagte: Oh mein Gott, was ist denn, wenn wir jetzt keine Bitcoin-Shares mehr kaufen können für ein paar Tage? Dann verdiene ich ja kein Geld. Leute, das ist das sicherste Indiz dafür, dass wir eine seriöse und langfristig orientierte Firma haben. Du glaubst doch nicht, dass eine Firma, die jetzt Geld von Neuem nach oben verteilt, diese ganzen Scam-Systeme, die da draußen sind, dass die irgendwann mal sagen, wir können jetzt gerade keinen Umsatz mehr reinnehmen für ein paar Tage. Ja? Das ist das beste Indiz dafür, wie seriös die Firma ist. Und wenn wir nicht in der Lage sind, die Hardware so schnell zu kaufen, wie das Geld von Investoren reinkommt, dann muss man da einfach mal einen Stopp machen und muss sagen, halt, wir müssen jetzt erstmal wieder das Equipment bekommen, wir müssen das Equipment erstmal wieder anschließen können, weil es macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt da auch palettenweise die Rechner stehen haben, aber die können noch nicht so schnell angeschlossen werden. Und wir haben 30 Tage, wisst ihr, auch wenn es mittlerweile oder immer noch nicht hundertprozentig angezeigt wird, wissen wir doch, dass wir 1030 Tage laufen. Wir liefen ja am Anfang 1010 Tage. Dann ist festgestellt worden, in den 10 Tagen kannst du keinen Rechner kaufen, anschließen und in den Profit bringen. Mittlerweile sind wir bei 30 Tagen. Eigentlich ist das auch schon viel zu kurz, ja, weil du einfach länger brauchst, um die Maschinen anzuschließen. Also, um jetzt da nicht zu viel Geld zu haben und was für eine geile Situation, ja, da müsst ihr mal drauf rumdenken, was das heißt. Wir haben zu viel Geld von Investoren, aber wir wollen natürlich mit dem Geld auch Renditen erwirtschaften können. Und wenn jetzt da mal gesagt wird, pass mal auf, jetzt geht jetzt gerade nicht im Bitcoin-Bereich, was machen wir denn da? Dann fokussieren wir, also ich persönlich fokussiere mich auf GPUs, weil GPUs ist für mich im Grunde das Maß aller Dinge, weil wir damit unendlich skalierbar sind. Im Bitcoin-Mining sind wir immer irgendwo begrenzt, 1800 Blocks pro Tag, die verdient werden können. In unserem Bereich mit den GPUs, Leute, wir können so viel digitale Währung unterstützen und da gibt es so spannende Projekte, wo die auch die Chance haben, dann in Zukunft zu explodieren. Das nächste ist, du bist ja flexibel. Im Bitcoin Mining sind wir ja mit unserer Maschine auf Bitcoin Mining tatsächlich fokussiert, wobei halt Ende des Jahres dann der Rootstock noch dazu kommt für die Insider. Rootstock, ein weiterer Coin, der quasi auf dem Rücken des Bitcoin dann die Funktion durchführen kann wie Ethereum, also mit Smart Contracts und so weiter, was auch eine Aufwertung des Bitcoins und der ganzen Bitcoin-Infrastruktur mit sich bringen wird. Aber jeder von uns, der im Bitcoin Mining ist, kriegt dann plötzlich auch noch einen weiteren Coin, nämlich Rootstock. So, und solche Projekte entstehen da gerade zuhauf. Und dann können wir aufgrund der Informationen, die natürlich die Leute, die Ahnung haben in diesem Bereich bekommen, können wir dann zu interessanten Zeitpunkten sagen, pass auf, mein GPU schalte ich jetzt einfach mal für 3 Monate lang auf diesen Coin. Und wenn der jetzt plötzlich durch die Decke geht und es dann von der Hashrate nicht mehr so interessant ist, weil der Schwierigkeitsgrad nach oben geht und wir weniger Coins bekommen, wie wir das ja ganz massiv und brutal im Ether festgestellt haben. Am Anfang hast du viele Ether am Tag gekriegt und dann haben sich alle draufgestürzt und logischerweise geht die Difficulty, der Schwierigkeitsgrad nach oben und die Ergebnisse für uns, für den Einzelnen werden kleiner. So, dann sind wir aber in der Lage, auf den Knopf zu drücken und umzuswitchen und das nächste aufzubauen. Das heißt, in deinen 6 Jahren, wie deine GPUs laufen, kann das vielleicht sein, dass du in der Zeit 10 verschiedene Coins meinst. Und wenn von diesen 10 Coins dann irgendwann mal 2 oder 3 nur explodieren, dann stehen wir so da, wie wir noch nie in unserem Leben dastanden. Ja? Also bitte darauf vorbereiten, das kann passieren. Ich komme jetzt
zu einem Bereich, der auch immer wieder wichtig ist, weil ich werde natürlich, wir sprechen ja jeden Abend drüber im Webinar, aber der Neue, der jetzt einsteigt, der hat ja immer so seine Fragen dazu. Wie und warum und wie multiplizieren sich meine Konten? Das ist Learning by Doing. Ich will jetzt auch nicht ganz unten anfangen, aber ihr wisst, dass ihr mehrere Accounts selber persönlich betreiben könnt. Und ihr wisst, dass ihr in der untersten Position im Cycle-Bonus $800 pro Tag verdienen könnt. Das geht hoch bis zu $2,400 am Tag als Megamonster zum Beispiel. Und da sind ja einige auf dem Weg hin, wie ihr gesehen habt. Und du kannst aber auch mehrere Konten schon aufbauen in der Startphase. Als ich damals den Russ gefragt habe, Russ, wie soll ich mein Business aufbauen? Wie verdiene ich am schnellsten viel Geld? Soll ich meinen ersten obersten Platz zum Monsterbilder aufbauen? Und da sagt er, multiple Accounts. Also je mehr Konten du hast, und dann habe ich das auch im Nachhinein, habe ich es in der Praxis dann erlebt, weil es ist leichter, jetzt hier unten Umsatz zu verteilen mit neuen Linien, die ich aufbaue, und dann mit drei Linien, mit drei Konten jeweils 800 zu verdienen, ist einfacher als mit einem Platz 2400. Also mit einem Platz müsste ich Megamonster sein, um 2,4 am Tag verdienen zu können. Und mit drei Accounts, die sich auf dem untersten Level bewegen, also den ich heute reinsetze, ist der in der Lage, 800 zu verdienen. Mal drei bin ich da, was ein Megamonster verdienen kann. Ja, und deswegen immer der Hinweis, wenn ihr A, die finanziellen Möglichkeiten habt und B, den geschäftlichen Weitblick, dann denkt bitte lieber eine Nacht länger drauf rum und baut euch dieses Konstrukt. Ihr macht euch keine Vorstellung darüber, wie oft ich mich geärgert habe, dass ich nur mit einem 7er-Account eingestiegen bin. Ihr glaubt es nicht. Weil ich hätte gerne nochmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leere Plätze gehabt, $99 und auf der Linie auch. Verstehst du? So, weil der nimmt den Umsatz mit auf. Wenn ihr meine Accounts seht, ich habe ja teilweise Accounts drin, wo eine halbe Million, eine Dreiviertelmillion an Provision zum Abholen bereitsteht. Ja? Hätte ich da mal noch 3, 4 Plätze oben drüber, stände da nicht eine halbe Million, sondern 2,5 Millionen. Und deswegen am Anfang mal, ich weiß, du kommst jetzt als neuer Partner rein und dann denkst, nochmal 99 für einen Lehrplatz. Oder nochmal einen Platz, $500. Ja, also erstmal, liebe Freunde, jeder Platz bringt euch bares Geld. Jeder Platz verdoppelt dein Geld in 1000 Tagen auf blöd. Wahrscheinlich sicherlich mehr. Ja, dafür sind wir nicht blauäugig genug. In den nächsten 3, 4, 5, 8 oder 10 Jahren kannst du im Bitcoin-Mining nichts falsch machen. Ja, weil ich glaube, da wird jeder, ob du den Bitcoin da liegen hast, ob du den Bitcoin im Bitcoin-Mining hast, jeder, der im Bitcoin engagiert wird, sein wird, in den nächsten 10 Jahren wird hier Gewinn machen. Die Frage ist, wie viel? Und der Trick ist halt in unserem Business, wie kannst du schnellstmöglich so viel wie möglich dieser kleinen süßen Bitcoins, ich habe mal einen hier rumfliegen, das ist so mein Handschmeichler, ich spiele den ganzen Tag mit dem Ding rum und habe den die ganze Zeit in den Fingern. Ich habe den extra noch in der Plastikumhülle, weil so viel wie ich an dem Ding rumfummel, würde der wahrscheinlich ruckzuck seine Farbe verlieren. Ja, ich liebe dieses Ding in der Hand zu haben und jeder quatscht mich darauf an. Wenn ich essen gehe, wenn ich in einem Restaurant bin und so weiter, ich habe den immer vor mir liegen und dann spiele ich immer mit dem. Ja, oder ich lasse den hier so über die Finger rennen und so weiter. Und dann gucken die immer, was ist denn das? Das sieht ja auch richtig edel aus. Und das Ding ist, ihr müsst von diesen süßen kleinen Teilchen, müsst ihr ganz, ganz viele aufsammeln und zwar nicht in den nächsten 10 Jahren. Ihr müsst die aufsammeln in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren, so viel wie möglich. Weil wenn du jetzt in den nächsten 2 Jahren, wo wir wirklich noch in moderatem Preisgefüge sind, dir so ein Bitcoinchen verdienst, der ist in 5, 6, 7 Jahren, ist der paar hunderttausend womöglich wert. Ein einziger. Hast du davon aber mal 10 da liegen, dann ist das vielleicht schon 1 Million oder 2. Hast du davon 100 da liegen, redest du von Größenordnung, wo uns allen das Denken fehlt. Ihr glaubt doch nicht, dass ich die Zahlen, die ich heute realisiere, dass ich das geplant habe. Ja, ich bin der totale Euphoriker, aber ich kann euch mal sagen, ich war hier mit dem Arno, waren wir essen und dann bin ich mal die Zahlen durchgegangen. Ich habe aktuell anhand der Bitcoins, die ich verdiene, habe ich aktuell einen Tagesverdienst inklusive Samstag, Sonntag von $16,578.
16.578 Dollar pro Tag. Das heißt, ich komme jetzt schon nach 20 Monaten auf eine halbe Million Monatseinkommen. Das ist so pervers und ich will mich da nicht für entschuldigen, weil ich habe ein Leben lang dafür gearbeitet und habe davon geträumt, irgendwann mal die Chance zu haben, bei so einem Projekt dabei zu sein. Aber Leute, ich kenne Menschen, die haben mal 500 verdient, aber die haben die mal verdient 3, 4, 5 Monate und dann ging das wieder runter. Ich kriege Angst, was hier passiert, weil das Ding wird ja nur größer und größer und größer und größer. Also ich sehe Leute in meinem Team. Und jetzt nicht nur Katharina und Eddie und Musti und alle anderen, die hier gerade auf dem Weg sind, Monster zu werden, die ganzen Master, die wir haben. Ich sehe Leute, die noch gar nicht eingestiegen sind, denen ich zutraue, innerhalb von 6 oder 8 Monaten dahin zu kommen, wo ich heute bin. Weil die wirklich großen Jungs und Mädels, die sind ja noch gar nicht an Bord. Und deswegen, hier heißt es jetzt, den Vorsprung, den zeitlichen Vorsprung, den wir haben, zu nutzen. Schaut mal. Da sind ja Firmen draußen oder auch Führungskräfte. Ich bin mit einer Gruppe von Führungskräften, bin ich ganz, ganz eng zusammen gewesen. Ja, die haben für einen anderen Verein gearbeitet, wo sie dummerweise Leuten jetzt das Investment kaputt gemacht haben. Ja, und die waren ganz eng mit mir zusammen haben. Und ich habe immer nur gesagt, Leute, das hier ist, was wir machen, ist seriös. Das ist langfristig. Bitte achtet auf seriös und langfristig. Ja. Diese Gierhälse haben sich jetzt wieder angeschlossen einem neuen Unternehmen, was da auf den Markt kommt. Und Leute, ich habe mit dem Russ darüber gesprochen, das ist ein Scam. Das ist ein Scam. Das Ding fährt gegen die Wand. Das macht gerade eine ziemlich große Welle. Erzählen, wir arbeiten da mit riesengroßen, tollen Partnern. Das ist nicht so. Sie sind einfach nur Kunde. Sie kaufen Mining Power bei einem Kunden und erzählen die großen Geschichten. Das Ding ist in 1, 2 Jahren ist das wieder vom Tisch. Genau wie MyCryptoCoin, was da 1,5 Jahre eine Welle gemacht hat. Und ich kenne da einige Jungs, die sich die Taschen voll gemacht haben, aber ich kann da nicht schlafen. Ich habe da kein gutes Gefühl, wenn ich weiß, dass die Leute, die bei uns investiert haben, realistisch gar keine Chance mehr haben, ihr Geld zurückzubekommen. Und Leute, das ist ja nicht das, was der BitClub macht. Aber die Menschen da draußen, die sehen, wow, im BitClub gibt es Leute, die haben so schnell das und das verdient. Jetzt wollen wir bei einer anderen Firma am Anfang dabei sein. Die sind aber so dämlich, dass sie komplett übersehen, dass paar 90% der Firmen, die heute neu anfangen, in 12 Monaten gar nicht mehr da sein werden. Und das ist das Gefährliche. Und deswegen, Leute, tut euch einen Gefallen. Arbeitet nur mit den Seriösen. Wir wollen gar nicht mit diesen unseriösen Kloppern da draußen arbeiten, die auch eine halbe Million auf einmal einsammeln und denen erzählen, da machen wir dir 20 Millionen draus blitzartig. Diese ganzen Systeme, die so aufgebaut sind, dass es einfach ist, Investoren mit 1 Million oder 2 oder 3 reinzuholen, da kannst du dann fühlen, dass das Geld weg sein wird. Weil es ist nicht so einfach. Du musst hier mal Equipment kaufen, du musst das anschließen, du musst das nivellieren. Ihr habt das doch beobachtet die letzten Monate, wie schwierig das ist, 300 Petahash wirklich auf die Bahn zu bringen und so weiter. Und deswegen, wir müssen langsam und solide wachsen. Und deswegen will ich, freue mich hier, weil ich weiß, dass Partner, die jetzt einsteigen, die Chance haben, in 1, 2 Jahren da zu sein, wo wir heute sind, weil die Firma noch existieren wird. In anderen Unternehmen, da musst du gucken, dass du dir in 6 Monaten ganz schnell ganz viel verdienst, weil danach ist der Laden eh platt. Und das ist etwas Wichtiges. Ihr könnt jetzt nur einen Hebel ansetzen, und zwar nicht an der Geschwindigkeit, wie ihr Provisionen verdient, sondern ihr könnt an der Cleverness, wie ihr euer Konstrukt aufbaut, könnt ihr entscheiden, dass ihr in kürzerer Zeit mit den gleichen Umsätzen größeres Geld verdient. Und das ist halt dieses Ding, was wir studiert haben bis zum Abwinken. Wichtig, wenn du jemanden ins Geschäft bringst, du bringst einen neuen ins Geschäft, dann sponsorst du lediglich die oberste Position. Was habe ich da jetzt wieder für Sachen erlebt, wo Leute zu mir kommen und sagen, hab einen Fehler gemacht, ich habe den 7-mal gesponsert. Ja, was soll der für einen Vorteil jetzt haben? Du hast jetzt 7 Frontliner, das ist schön, aber der, den du ins Geschäft gebracht hast, der mag dich jetzt vorsichtshalber mal gar nicht mehr leiden. Okay? Also, du sponsorst nur die erste Position und der sponsert sich dann,
wieder selber. Er loggt sich in seinen Einser-Account ein und sponsert sich selber und sponsert sich noch einmal. Und bei dem 7er-Konstrukt sieht es wie folgt aus. Du sponsorst nur die Position 1. Ihn bringst du ins Geschäft des Wars. Der 1er sponsert den 2er und den 3er, das ist er selber. So, dann loggt er sich ein, verifiziert die E-Mail, kauft die 99 und kauft den Pool. Das macht er hier und das macht er dort. Dann loggt er sich ein in dem 1er und positioniert diese beiden Positionen im Strukturbaum, weil die sind jetzt aktiv. Fertig. Jetzt gehst du in dieses Konto und sponsorst dich selber nochmal zweimal. Einmal links, einmal rechts. Was machst du dann? Du gehst aus diesem Konto raus, gehst in den 4er rein, verifizierst die E-Mail, zahlst die 99 und gibst ihm den Pool. Danach loggst du dich in den 5er ein, verifizierst die E-Mail, kaufst die 99 und kaufst den Pool. Loggst dich aus, gehst in den 2er-Account wieder rein, weil er ist der persönliche Sponsor von 4 und 5 und positionierst die beiden links und rechts im Strukturbaum unter dir. Das heißt, jetzt steht dieses Konstrukt schon. Er hier steht, hat links und rechts aufgebaut und die beiden stehen jetzt auch schon. So, was machst du als nächstes? Du loggst dich ein in den Dreier-Account, also der neue Partner, loggt sich ein in den Dreier-Account, sponsert den 6er und den 7er. Loggt sich aus, geht in den 6er ein, bezahlt die 99, verifiziert die E-Mail, bezahlt die 99, kauft einen Pool. Erledigt. Geht raus aus dem 6er, geht rein in den 7er. Verifiziert die E-Mail, kauft die 99, kauft einen Pool. Erledigt. Loggt sich aus, geht in den 3er rein und positioniert den 6er links im Strukturbaum Binary Tree und den 7er rechts. Und damit steht dieses Konstrukt. Warum machen wir das so? Theoretisch könntest du auch hingehen und sponsorst mit dem 1er, den 2er, den 3er, den 4er, den 5er, den 6er, den 7er. Hat auch seine Vorteile, weil du dann schon bei dem übernächsten in dem Team 4 bist. Hat aber einen Nachteil, weil nur der Oberste ist provisionsberechtigt. Weil du musst ja einen Aktiven ins linke Bein sponsern und einen Aktiven ins rechte Bein sponsern, um bonusberechtigt zu sein. Das ist in dem Falle mit 3 Positionen schon passiert. Das heißt, du hast jetzt der obere, der hat einen links und rechts gesponsert mit jeweils einem Pool, also ist bonusberechtigt. Der Zweier hat einen links und rechts gesponsert mit Pool, ist bonusberechtigt und der Dreier ebenfalls. So. Und damit haben wir im Prinzip 2 Fliegen mit einer Klappe. Du hast 3 aktive, bonusberechtigte Plätze, die nie wieder sich um Qualifikation bemühen müssen. Und jetzt fängst du an zu sponsern. Sponsern tust du lediglich mit dieser oben Hauptposition. Das ist der, mit dem du ab jetzt sponsorst. Diesen Username, MickeyMouse1, den gibst du auch im Centurion-Club-System an und das ist der Link, den du weitergibst. Damit alles, was jetzt in Zukunft gesponsert wird, über diese Position Frontline eingeschrieben wird, damit du jetzt so schnell wie möglich hier, weil du fängst sofort im Team 2 an, das ist auch übrigens noch ein Vorteil, diese 3 Plätze haben jeweils Team 1, wo es ja keinen tiefen Level-Up-Bonus gibt, sind bereits besetzt. Das heißt, den nächsten, den du sponsorst, ist schon Team 2. Den nächsten, den du irgendwann hier sponsorst, ist auch Team 2 und bei ihm auch. Ja, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal nur auf die oberste Position. Und zwar so lange, bis du davon ausgehen kannst, dass diese Position genügend Frontliner drin hat, dass du damit irgendwann den Monster machst. Wenn du sagst, ich habe jetzt 3 wirklich starke oder 4, 5 starke Linien hier stehen, dann fängst du an, die unteren Positionen aufzubauen. Bei mir ist das so, ich habe den hier als Monster aufgebaut. Dann ist der bereits Monster geworden. So, und ich sponsor jetzt nur noch über diesen Platz hier, weil der ist im Moment noch Pro-Bilder. So, und den baue ich auch zum Monster auf. So, und dann kommst du natürlich in Größenordnung, weil als Monster kannst du mit dem obersten Platz $2.000 pro Tag verdienen im Matching-Bonus, als Mega-Monster sogar 2,4. Das heißt, ich habe jetzt der oberste Platz, ist jetzt Mega-Monster, der kann 2.400, kann der einsammeln pro Tag, nur Cycle-Bonus. Der hier ist ein Monster,
der kann 2000 pro Tag einsammeln. Und wenn du die Position erreicht hast, dann bist du auch so weit, dass die permanent übercyclen. Das heißt, du holst dir jeden Tag das Maximale raus. Und wenn du jetzt deine dritte Position jetzt von mir aus auch nur zum Monster aufbaust, kriegst du auch nochmal 2000. Dann bist du schon mal bei 6400 am Tag. Ja, dann hast du hier die Kleinen noch oben drauf plus Level Up und tralala, kannst du wirklich auf doof auf 10.000 pro Tag kommen. Und jetzt, ich weiß, das hört sich total verrückt an für viele Leute, aber ich sag euch was, ich habe manchmal auch in Unternehmen gearbeitet, wo ich nur, weiß nicht, ein 10er oder ein 20er oder ein 30er verdient habe. Aber das am Tag, das ist ja kaum zu glauben. Ich mache den Chat mal auf und frage mal nach, ist das soweit angekommen, hat das jeder verstanden? Weil das ist echt wirklich wichtig, dass ihr das wirklich mit System macht. Okay, super. Vielen herzlichen Dank. Das ist mir sehr wichtig, weil wir haben oftmals zu wenig Zeit, hier detailliert reinzugehen in dieses System. Danke für euer Feedback. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal meine ganzen Top-Führungskräfte dazu aufrufen, das zu machen, was zum Beispiel der Eddie jetzt gerade macht. Ja, also Eddie ist für mich natürlich, ist für mich eine Blaupause, der Mann, ja. Aber jetzt haben zum Beispiel Helgo und René, ja, da es ist ja auch eine Mega-Linie, die sich da entwickelt. Die machen auch gerade den zweiten Masterplatz schon und auch auf dem Weg zum Monster und Sardin mit seiner Truppe. Es ist gut, wenn ihr euch mit euren Organisationen zusammensetzt und diese Trainings dann auch tatsächlich live macht. Ja, ich unterstütze euch gerne online bei dieser Geschichte und ich habe auch etwas vor. Gibt es schriftlich, es gibt ganz viel schriftlich, ja, aber diese Dinge hier, deswegen zeichne ich die auf, könnt ihr euch dann hinterher nochmal anschauen, um das einfach nochmal Revue passieren zu lassen. Ansonsten ist das hinter Learning by Doing. Glaub mir einfach, wenn du mal die ersten 3, 4, 5, 7er Konstrukte aufgebaut hast, dann geht das so von der Hand. Und dann verstehst du auch, warum es funktioniert. Wenn du da eine Weile mit uns arbeitest und du siehst jetzt, du bringst jetzt hier unten jemanden ins Geschäft und der ist mal richtig stark und der macht da unten 10.000 Credits. Und du siehst plötzlich, der hat 10.000 und der hat 10.000 und der hat ja auch 10.000. Dann verstehst du, wie ich im Prinzip, wenn ich noch mehr Lehrplätze dazwischen gebaut hätte in einer Perlenkette untereinander, hätten diese Positionen den Umsatz ja auch alle aufgesammelt. Ja? Und diese Dinge, die versteht man dann irgendwann und man muss halt da reinwachsen in diese Geschichte. Ansonsten haben wir aber natürlich auch Trainings, die wir abspeichern, die ihr euch in Ruhe anschauen könnt, wie dieses Training hier zum Beispiel. So, dieser Hinweis nochmal ganz kurz, weil der auch immer wieder gefragt wird, warum sollte dein oberster Platz einen Gründerpool haben? Weil du hast nur einen Pool, 1er Anteil, weil der Gründerpool, der besteht ja nicht aus einem 3500er Pool, sondern ein Anteil Pool 1, ein Anteil Pool 2, ein Anteil Pool 3. So, und es geht nicht um die 3.500. Ich hatte vor 2 Tagen, habe ich eine Sprachnachricht mich erreicht, dann hat mir jemand, der hat einen 500er Pool gehabt und dann hat der noch, ich glaube, 2 1.000er Pools hat er gekauft und dann noch einen 500er. So, und sagte, ich habe jetzt 3,5, habe ich jetzt drin. Da habe ich gesagt, nee, dir fehlt der Pool 3. Dann erst bist du Founder. So, der hat gedacht, wenn 3.500 Volumen drin steht, dann bist du Founder. Nein, das ist nicht so. Du brauchst einen Anteil Pool 1, einen Anteil Pool 2, einen Anteil Pool 3. Ja? So. Und du bekommst immer nur deine Level-Up-Provision, die 5-8%, die du ja auch sofort bekommst, bekommst du immer nur auf die Anteil, auf den Anteil, den du auch selber hast. Wenn du jetzt also mit deiner obersten Position immer Sponsors in Zukunft, also neue Partner ins Geschäft bringst, dann sollte der auch tunlichst schon mal den 5er, den 1000er und den 2000er haben. Warum? Du hast nur den 500er und bringst einen ins Geschäft, der alle 3 Pools kaufst, dann bekommst du lediglich diese 40 Dollar. Hast du jetzt noch den 1000er Pool, dann bekommst du auch noch die 80 Dollar. Hast du allerdings den 2000er Pool, dann bekommst du die 160 auch. Das Schöne in unserem System ist, dass dieses Geld hier nur nicht ausgezahlt wird, wenn du diese beiden Pools noch nicht hast. Es wird nur noch nicht ausgezahlt. Ja? Es wird nur noch nicht ausgezahlt, sondern, ich kriege hier gerade Skype-Nachrichten, einmal vom Lutz, einmal von der Katharina.
Also ja, du kannst natürlich anstattdessen kannst du auch 5 GPUs kaufen. Die werden im System genauso gerechnet. Also wenn du 5 GPUs hast, dann bist du auch als Founder und bist auch freigeschaltet, um diese Level-Up-Provision hier zu verdienen. Das ist auch ganz wichtig. Ja, also du bist entweder mit diesen drei Pools hier, 500.000, 2.000 oder mit 5 GPUs bist du Founder. Und Founder ist dann für alle Provisionen freigeschaltet. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Oh, ich bin echt ein super Schreiber hier. Founder. So. Also, dieses Geld wird auf zurückgehaltene Provisionen gebucht. Auch das ist einzigartig. In anderen Unternehmen, wenn du selber diesen Pool nicht hast, ja, wenn du jetzt selber nur einen 500er Pool hast, zum Beispiel, dann gehen die hin und sagen, ja, wenn du nur einen 500er hast und du bringst einen mit 3,5 ins Geschäft, dann geht diese Provision läuft nach oben zu dem nächsthöheren, der diesen Pool hat. Ja, das ist vom Vertriebssystem, ist das natürlich Motivation für die Leute, mit großen Paketen einzusteigen. Aber ich persönlich halte es für total unfair, weil du wirst Leute haben, die können nur mal mit einem 500er Pool einsteigen, bringen aber einen mit einem großen Pool ins Geschäft und kriegen keine Provision dafür, sondern nur der, der das Geld hatte. Es ist so eine Unfairness da draußen. Und das ist bei den meisten Firmen der Fall. Das erste Unternehmen, wo ich das anders gesehen habe, ist der BitClub. Der nämlich sagt, okay, du kannst dir jetzt dadurch, dass du neue Leute ins Geschäft bringst mit 3,5er-Pools, dieses Geld verdienen. So, das heißt, du hast dieses Geld hier auf zurückgehaltene Provisionen gebucht und in dem Moment, wo du dort $1.000 drinstehen hast, kauft das System automatisch für dich den nächsten Pool. Und hast du nochmal $2.000 zurückgehaltene Provisionen drinstehen, kauft er dir automatisch auch Pool 3. Das heißt, es kann sich jemand, der nur mit einem 500er Pool angefangen ist, kann sich hocharbeiten und kann dann auch diesen Zweier- und Dreier-Pool dann für sich dadurch verdienen. Ein ganz faires System. Also, was verdienst du an einem neuen Partner, den du persönlich mit Gründerpool registrierst? Ab der neunten Person gibt es $280 Level-Up-Bonus, ja, also die 8%, plus 21 Credits bekommst du für 3.500. Das sind 1,4 Cycle. 1,4 Cycle sind $280. Und das bedeutet, insgesamt bist du bei $560. Das sind 15,5% plus 4% Endlos-Tiefenbonus. Ja? Also, du hast Cycle-Bonus sind 4%, nämlich du hast $2.500 links und $2.500 rechts. Das sind $200, sind exakt 4% Bonus. Den hast du aber weltweit endlos tief. Weltweit endlos tief hast du diesen Bonus. Das heißt, du kriegst 4% auf alles. 4% auf alles. Bis auf Elektrogeräte. Nee, bis auf Tiernahrung war das, genau. 4% auf alles, bis auf Tiernahrung. So, pass auf. Und jetzt möchte ich euch eine Geschichte noch mal kurz zeigen, warum es sinnvoll ist, dieses Siebener-Konstrukt zu haben und wirklich es langsam, aber sicher mit Leben zu erwecken. Okay, ich gehe mal ganz kurz in die Bildschirmübertragung. Share your screen. Erlauben. Weil die Nummer müsst ihr noch angucken, denn da wird dir ganz, ganz anders. Jetzt pass auf, Schabupp. Screen Area. So, da sind wir. Jetzt gehen wir nochmal hier live und in Farbe rein. Es sieht ja schon schön lila, oder? Also ich bin eigentlich gar kein Lila-Typ, aber jetzt irgendwie, ich habe mich jetzt gerade sowas von an Lila gewöhnt. Lila könnte fast meine Lieblingsfarbe werden. So, jetzt pass mal auf. Jetzt zeige ich euch nämlich mal was, was total verrückt ist, wenn ihr ein solches Siebener-Konstrukt habt. Warte, melde mich natürlich kurz wieder an. 6, 7, 3, 2, 9, 7, schwupp. Jetzt sind wir im Backoffice und jetzt zeige ich euch mal ein interessantes Konstrukt. Jetzt nehmen wir mal hier dieses Siebener Bäumchen, ja? So, guck mal, der ist der schon, der hat den übercycelt. Ne? Guck mal, der hat übercycelt mit 150 Punkten, dann ist Schluss.
So, weil ich war ja jetzt, ist ja jetzt, zeigt er mir ja erst gerade frisch an. Da war der schon übercycelt, als der den Mega. Morgen kann ich da 180 rechts versorgen. Jetzt guck mal hier, was geblockt ist. Also ich habe ja immer in der obersten Position, seht ihr jetzt, da sind immer die Credits, die über deine Maximalauszahlung gehen, die werden geblockt. Die sind dann weg am nächsten Tag. Das heißt, du hast nur eine Maximalauszahlung. Und du siehst hier, ich habe jeden Tag links wie rechts habe ich zu viel Credits. Das heißt, ich kann jetzt davon ausgehen, dass ich jetzt auf diesem Platz durch diese Position Mega Monster kriege ich jetzt jeden Tag $400 mehr. Das sind 400 mal 30, das sind 12.000 Dollar. Dasselbe ist mir passiert, weil ich den hier auf Monster aufgebaut habe, den Platz vor 2 Wochen oder so, der kriegt jetzt auch 400 am Tag mehr. Ja, das ist jetzt innerhalb von 14 Tagen passiert. Das sind jetzt $800 pro Tag, sind schon 24.000. Und jetzt gibt es einen Level-Matching-Bonus unten, die 10. Linie. Matching-Bonus gibt es auch noch oben drauf. Das sind sicherlich grob gerechnet auch nochmal, ich denke mal so 600 bis 800 pro Tag. Ja, also du redest wo jetzt um 40, 50.000 Dollar mehr Monatseinkommen, nur weil du jetzt plötzlich ein Ranking erreicht hast, weil der Umsatz, der ist ja schon da. Okay, aber ich will euch was anderes zeigen. Weil ich gehe jetzt mal, mach mal ein bisschen kleiner. So, pass auf. Jetzt hast du so ein 7er Konstrukt hier. Ja? So, und jetzt nehmen wir mal diesen Platz hier unten an, Pegasus 30. Der hat jetzt rechts, hat er das starke Bein. So, jetzt bringst du einen neu ins Geschäft. Neu ins Geschäft mit einem 3.500er Pool. Du sagst dir jetzt, okay, wo packe ich den hin? Und ich sag dir, pack den mal hier ins linke Beinchen. Okay, dann kaufst du den vorher in 500er Pool, packst du den ins linke Bein. Was passiert jetzt? Links hast du jetzt 21 Credits. Wir sagen jetzt, der kauft nur 15 Credits. Ja? Bleiben wir mal bei 2.500 Umsatz. 15 Credits macht er jetzt links. 15 links, mehr als 15 rechts gibt es hier $200 drauf. Das hier ist das rechte Bein von diesem Platz. Rechte Bein ist hier das schwache Bein. Das heißt, die 15 Punkte, die hier unten links aufgelaufen sind, die laufen jetzt hier hoch ins schwache Bein. Heißt 15 Credits, heißt einen Cycle mehr. Das heißt, in diesem Platz verdiene ich auch die 200. Das hier ist das linke Bein von ihm hier. Rechts ist das starke Bein, links ist das schwache. Die 15, die hier unten reingelaufen sind, die sind hier im Schwachen gelandet, hat 200 gebracht. Hier im Schwachen gelandet, hat 200 gebracht. Landen hier im Schwachen, bringt auch 200. Und hier ist es auch noch das Schwache. Hier bin ich ja wieder im rechten Bein, auch 200. Das heißt, du kannst mit diesem strategischen Arbeiten, mit diesem Zickzack hier, wenn du dir jetzt hier sukzessive in den unterschiedlichsten Positionen überall Umsatz aufgebaut hast, in einem starken Bein, dann baust du den strategischen Aufbau, kriegst du hier unfassbare Summen. Denk dir jetzt mal drauf rum. Ich sponsor den jetzt frontline von diesem Platz. Sponsor ich den da unten rein. Bekommt er 8% auf 2.500. Jetzt mal 8%. Okay, irgendwie $200 sind die 8%, die er jetzt bekommt. Und dann kriegt er aber zusätzlich nochmal 200, 400, 600, 900, 200, 400, 600 und 800 an Zeitgebühren. Das sind $1.000, die du in einem solchen Konstrukt verdienen kannst und der neue ist mit 2,5 eingestiegen. Das geht aber nur, weil du hier Umsatz aufgesammelt hast vorher, der dich deswegen bonusberechtigt. Also, wenn ich jetzt hier einen eingeschrieben habe und der fängt jetzt an selber zu laufen, der bringt jetzt morgen, macht der selber 15 Credits. Dann zählen die wieder hier. 2, 4, 6, 800 wieder verdient. Nächsten Tag macht der nochmal 15. Machst du wieder 2, 4, 6, 800. Nächsten Tag macht der 30 Credits. Machst du 400, 800, 1200. Das geht nur, wenn ihr dieses strategische Konstrukt aufbaut. Und deswegen empfehle ich euch, denkt drüber nach, wie ihr eure Positionen baut. Wenn ich heute Positionen aufbaue, dann geht das wie folgt. Dann habe ich hier viele, viele Plätze, die ich mir da reinsetze. Guck mal hier. So, guck mal, wie viel Umsatz hier drin läuft. Das sind alles kleine Pegasus-Plätze, ja, die ich hier finde. Den kann ich ein zweites Bein bauen. Da liegen schon wieder drin, weiß ich nicht,
80.000 an Provision oder so. Hier, einmal, zweimal. So, das ist jetzt einer, da ist jetzt jemand Fremder dazwischen. So, jetzt pass auf. Jetzt geht das aber weiter. So, und das sind so Dinge, da sitze ich irgendwann mal hier zusammen und dann habe ich hier mal weitergebaut und hier nochmal einen und hier nochmal einen. Seht ihr? So, das sind alles Plätze. Guck mal hier, was da für Kredit drin stehen, die ich mal irgendwann später wieder aufbauen kann, diese Position. Das ist ja eine never-ending story. Du kannst ja dein Einkommen kannst du ja beliebig erweitern. So, jetzt habe ich hier, guck mal hier, ja, habe ich ein schönes Beinchen. Das ist alles richtig stark hier. Ja, so, guck mal hier, da, auch nicht schlecht. So, und jetzt guck mal hier. So, hier baue ich mir ein komplett neues Konstrukt auf. Und ab geht's. Jetzt bauen wir hier unten mal weiter. Das sind schon wieder 7 neue Plätze, die ich mir irgendwann hier ans Laufen bringe. Und der lacht sich auch kaputt. Das heißt, man muss sich hier mit dem Thema, das ist so ein Strategiespielchen, muss man sich ein bisschen beschäftigen, weil da mal durchzublicken im Laufe der Zeit, das bringt euch, kein Scheiß, Millionen. Millionen kann euch das bringen. Okay? Also bitte nicht vergessen. Einschreibung folgt. Mit der neue Partner Bitpanda oder Xapo-Account eröffnen oder halt Blockchain, was immer er möchte. Wichtig ist, gleicher Name des Xapo oder Bitpanda-Accounts mit dem Namen des Girokontos, von dem überwiesen wird. Das muss derselbe Name sein, sonst nehmen die das vorsichtshalber gar nicht anders Geld. BitClub-Account anlegen, die Konten aktivieren, Centurion-Club-System aktivieren. Das ist jetzt der letzte Punkt, den ich gleich noch angehe. Mitglied Centurion-Club zeigen, Passwort Satoshi 2015. Weil findet ihr auch alles über die Centurion Club Net Seite und dann den neuen Partner in der Telegram, WhatsApp, Skype und Facebook Gruppen einfügen. Das ist so im Prinzip der Ablauf, wie ihr mit einem neuen Partner arbeitet. So, über Centurion-Club.net kommt ihr dann auch in unser Rekrutierungssystem. So, und da möchte ich jetzt noch ein letztes Mal ganz kurz in die Bildschirmübertragung gehen und möchte euch das auch nochmal zeigen, wie ihr da so die wichtigsten Dinge wenigstens mit richtig erledigt mit diesem Rekrutierungssystem, weil wir jetzt mittlerweile auch ganz gut international damit aufgestellt sind. So, ich gehe jetzt mal hier in mein Backoffice. Jetzt gucke ich mal, ob ich da noch drin bin. Okay, habe ich mir fast gedacht. Schwupp, schwupp, einloggen. So, da habt ihr euch jetzt positioniert. Okay, jetzt geht ihr als allererstes, geht ihr auf eure Stammdaten, warte mal, bitte aktualisieren Ihre Stammdaten, da sind wir doch hier, Stammdaten, okay, nee, da wollte ich gar nicht zurück, nicht zurück, schwupp, auf persönliche Daten verwalten, den, das ist jetzt ein bisschen verschoben, so. Und dann geht ihr auf Opt-in-Einstellung für eure Landing-Pages. Als allererstes, wenn ihr eure Stammdaten angelegt habt, ja, und dann klickt ihr hier auf Single Opt-in und speichert diese Änderung. Ja, das ist wichtig, weil ihr dann bei Kontakten alle eure Leute direkt mit kompletter E-Mail-Adresse angezeigt bekommt. Ja, und nicht, dass da hinten dann so Sternchen und Tralalas drin stehen. So, dann gehe ich mal nochmal eben hier in die Stammdaten rein. Hier seht ihr, wie in eurem System über euren Username wird dieser Link hier generiert. So. Und diesen Link, wenn ihr den euch jetzt rauskopiert, ja, kopiere und nehme jetzt den Link und würde den hier jetzt verändern und gebe jetzt hier rein Pegasus Team, ja, dann ist das der Direktlink, den du jedem schicken kannst, wenn der sich registrieren soll. Aber das brauchen wir nicht, weil wir haben das ja hier in dem System integriert. Weil, wenn du jetzt auf deine Landingpages gehst, ich will das nur erklären, warum das so funktioniert. Du gehst auf Landingpages nutzen, gehst auf meine Landingpages und dann siehst du deine drei Landingpages. Das ist die spanische und das hier ist jetzt die neue deutsch-englische Seite. Okay, und die haben wir jetzt hier oben, ist das jetzt gemacht worden, dass ich hier oben umstellen kann. Ich will noch die Landesflaggen dazu haben. Ja, hier kann ich jetzt von Deutsch auf Englisch umschalten
Und jetzt habe ich den ganzen Spaß auf Englisch. Okay? So. Und dahinter sind dann auch eure, eure Videos in der dementsprechenden Landessprache. Das gehe ich noch gerade eben mal raus. Also du hast jetzt hier die Seite und jetzt gehe ich hier auf Vorschaupräsentation. Also hinten diese drei Punkte und dann gehst du auf die Vorschaupräsentation. Dann seht ihr genau, wie die Seite aussieht. Ja? For further information, please scroll. Also das ist für die, die wirklich dann nicht kapieren, wie es dann weitergeht. Dann hast du die Investmentgeschichte. Du bist interessiert am Investing, klick hier, um dich zu registrieren. Ja? Hier die Erklärung, kannst du Download machen, Bitpanda, Step by Step, was sich der Michael Morschek zur Verfügung gestellt hat, netterweise, und das Xapo. Ja? Und dann kommt das Business-Video. Und dann hier habt ihr die schon in Englisch hinterlegt. Warte mal ganz kurz. So. So let's now take a look at the business opportunity the Centurion Club provides. Okay, also da sind die englischen Videos schon drin, hier wieder mit dem Registrierungslink und so weiter. So, und in eurem Backoffice könnt ihr die Leute dann auch zuordnen, ja, wenn du jetzt hier auf deine Kontakte gehst. Und du klickst jetzt hier zum Beispiel auf diesen Kontakt. Ja, dann wird er dir angezeigt. Und da siehst du dann alles. Da kannst du dann sehen, E-Mail versandt, gehst du drauf. Und dann kannst du sehen, was ist versendet worden. Ja, da ist jetzt gerade ein Video erst versendet worden. So, und jetzt kann ich den aber auch einem anderen Follow-up zuweisen. Also ich kann dann hingehen und kann sagen, Centurion Club Follow-up, das sind die normalen 14 Videos. Jetzt kann E-Mails, aber jetzt kann ich auch auf die Follow-up nach Registrierung im BitClub. Ja? Wenn der sich jetzt registriert hat als Partner, du siehst, der hat sich registriert, ist aber noch nichts passiert, dann hole ich den hier raus, ja, und gehe jetzt auf diesen, hier, da seht ihr die ganzen, da könnt ihr genau sehen, welche, was für ein Text denen geschickt wird und so weiter, könnt ihr euch alles durchlesen, ja, das sind die Videos, die dann verschickt werden, aber jetzt kann ich sagen, okay, der hat sich registriert, ich will den diesem Follow-up zuführen. Ja, und dann gehe ich auf Aktion durchführen und jetzt bekommt er andere Follow-ups. Also auch hier bitte mal mit dem Thema beschäftigen, das Ding, das ist so großartig, dass du gar nichts mehr machen musst. Und das, Leute, ich habe das Ding eigentlich damals für mich gebaut. Ich habe mir damals gesagt, pass auf, Jörg, du bist eigentlich, bist du ein ganz bequemes Bürschchen. Jetzt machst du dir mal ein System, dass du dir die ganze Arbeit nicht alles selber machen musst, nicht jedem eine E-Mail verschicken musst und so weiter. Aber das Ding ist, als ich sowieso gebaut habe, habe ich gesagt, dann kann ich es auch meinem Team zur Verfügung stellen, dann geht das Ganze auch noch viel einfacher. Wichtig ist für euch zu wissen, was euer Business ausmacht. Unser Business macht aus, dass wir von der Investmentseite einzigartig aufgestellt sind. Ich will da jetzt nicht weiter drauf rumtrommeln, das ist jetzt ausreichend. Da haben wir das durchgekaut. Entscheidend ist, für diejenigen, die schon mal im Network Marketing gewesen sind, du kannst multiple Accounts besitzen. Das ist ein wahnsinniger Hebel. Ich hätte viel, viel weniger als die Hälfte meines Geldes verdient, wenn ich nicht diese ganzen Accounts hätte. Ja, also das multipliziert deine Einkommen unfassbar. Du hast keinerlei monatliche Qualifikation. Das ist so spannend, das ist auch der Grund, warum wir so viele multiple Accounts betreiben können, weil wir nicht jeden Account jeden Monat mit, weiß ich, 99 oder wie viel auch immer aktiv halten müssen, wie das in allen anderen Unternehmen der Fall ist. Ja? Das sind alles solche Geschichten und ich muss jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz auf WhatsApp gehen, all dieweil ich an dieser Stelle einen neuen Monster kann ich jetzt gerade bekannt geben. Und das, ihr Lieben, ist, ich mache jetzt mal Chat auf, unsere liebe Dorte aus Dänemark hat jetzt gerade eben auch den Monster reingefahren. Dorte, an dieser Stelle, congratulations. We are so proud of you. This is amazing. So, the third Monster within, I don't know, 30 hours. Warum quatsche ich jetzt eigentlich Englisch? Das war jetzt für Dorte. Also, Dorte, nächster Monster. Alles ist total verrückt. Gratulation, ihr Lieben. Ich meine, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, oder? Dorte, Monster, yes! So, jetzt,
in allen Linien habe ich jetzt, glaube ich, schon zwei Monster untereinander. Es ist total wahnsinnig, was hier passiert. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich stabiles Business ist, wenn du dann Monster unter Monster und so weiter hast. Ich meine, Leute, ja, was geht hier gerade ab? Okay, das passt gerade sehr, sehr gut dazu. Das macht unser Business aus. Unser Business macht aus, dass unsere Partner erfolgreich werden, dass unsere Partner die Karrierestufen aufsteigen, dass unsere Partner jeden Tag mehr verdienen. Und das ist das, worauf wir stolz sind. Wir sind mit alledem, und bitte seid euch dessen bewusst, wir sind absolut einzigartig mit dem, was wir tun. Und ich kann es nur immer wieder trommeln, trommeln, trommeln. Ich komme mir manchmal vor wie ein Geistesgestörter. Verwendet unser System. Diejenigen, die am schnellsten die Karriereleiter nach oben steigen, arbeiten mit meinem System. Arbeiten mit meinen Videos zur Information, was das Geschäft angeht, und dann, ja, und arbeiten mit den Webinaren. Und bitte fangt doch mal an, euch im Wohnzimmer mit zwei, drei Pärchen hinzusetzen. Zeigt doch mal die Videos. Ich habe die hier mal auf dem, ja, die sind ja kein großer Fernseher hier im Hotel. Ja, das ist so ein Zwergenfernseher. Habe ich mir die mal drauf angeguckt. Aber Leute, macht das mal auf so einem 80-Zoll-Teil. Guckt euch mal die Videos an. Mal, ihr flippt aus. Das ist ja so begnadet gut, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und da könnt ihr euch in ein Büro hinsetzen mit 10, 20, 30 Leuten. Ihr könnt euch in einem Hotelzimmer treffen, ihr könnt euch privat treffen, ihr könnt euch in Büros treffen. Ich weiß, hier Digital Invest, hier mal eben Master auf die Beine gestellt. Wie gemacht? Ganz einfach. Immer auf den Webinaren mit Gästen dazugesetzt. Und genau das ist die Geschichte. Haut euch das an die Wand, lasst die Leute die Videos gucken, macht eine kurze Pause, trinkt einen Kaffee, lasst die eine rauchen, was auch immer. Und danach Live-Webinar. Und dann beantwortet ihr nur noch die Fragen. Ich sage euch, wenn du das in der Form nutzt, kannst du die Hallen voll machen, wenn du willst. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja, dass wir uns in kleinen Gruppen treffen. Aber diese Gruppendynamik, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, 5 Vertriebspartner, die schon dabei sind, die auch schon ein bisschen was zeigen können, und 5 oder 10 Gäste dabei habt, ja, glaubt ihr denn, da habt ihr irgendwelche Ausfallquoten? Das geht überhaupt nicht. Ja, weil die Zahlen, die wir zeigen, die sind so abgespaced, dass ich mich frage, darf ich überhaupt mein Backoffice noch zeigen, weil die Zahlen ja so verrückt sind. Aber ich muss dir sagen, die Ergebnisse sind, weil wir es belegen können. Wenn ich einem sage, ey, da kannst du 8 Millionen verdienen in 20 Monaten, da sagt dir jeder halbwegs intelligente Mitteleuropäer, du hast doch einen Pin im Kopf, lass es sein, red nicht so einen Scheiß. Wenn ich aber sage, ich beweise es dir, ich zeige es dir, ich zeige dir Leute, die, gerade eben bin ich gewesen, ich habe den Namen noch nie gelesen, da hat jemand gestern Abend irgendwie 8.000 Dollar grob, habe ich auf dem englischen Webinar in der Aufzeichnung, könnt ihr mal drauf gucken, ja, verdient gestern Abend. Da frage ich mich, mein lieber Mann, wo sind wir hier gerade? Was passiert hier gerade? Also, wir müssen zeigen, wie erfolgreich wir sind. Wir werden hier einige Führungskräfte in Zukunft auch haben, die vielleicht hier in Dubai leben und die dann auch offener mit ihren Zahlen umgehen können, weil es halt dann auch einfacher ist, das zu tun. Okay, Aktionsplan will ich jetzt hier auch noch drüber durchgehen. Ohne konkrete Planung, Durchführung, keine konkreten Ergebnisse. Und das hier ist so eine meiner Lieblingsfolien. Was macht deinen Erfolg aus? 12% ist lediglich das Fachwissen. In unserem Falle musst du lediglich nur wissen, welche Knöpfe muss ich drücken, um die Videos zu zeigen und welchen Link muss ich klicken, um aufs Webinar zu kommen. So, 12% ist Fachwissen. Natürlich musst du begeistert sein. Ich war immer der Meinung, im Network Marketing 90% ist Begeisterung. Das ist es nicht. Den Menschen fehlt das Selbstvertrauen. Sie haben Bauchschmerzen. Ich weiß, einen Masterbuilder, relativ frisch in meinem Team, der irgendwann mal echt gezweifelt hat, weil er meine Ergebnisse gesehen hat, irgendjemand anders ihm erzählt hat, oh, da gibt es viel mehr und keine Ahnung was. Und dann haben wir wirklich mal ganz intensiv gesprochen und danach, wie ausgewechselt, und jetzt heute guckt er zurück und sagt, Mensch, danke, gestern habe ich eine Sprachnachricht bekommen, danke, 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 dass du mir wirklich mal so ein bisschen auf die Nette eine auf den Hinterkopf gehauen hast, weil es geht hier darum, an das zu glauben. Wenn du das selber nicht glaubst, wenn du das nicht ausstrahlst, wenn du zweifelst an unseren Ergebnissen. Ich meine, Leute, wirklich, ich sag nichts mehr. Ich sehe in den Telegram-Chats, in den WhatsApp-Chats, ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor Peter Horacek und so ein paar Leuten, die mit einer Seelenruhe immer wieder die Fragen beantworten, die immer wieder kommen. Ich bin jetzt, wieso sind die Mining-Ergebnisse so niedrig?
So, und dann fragst du, ich bin gerade 4 Wochen dabei, hat gerade 3 Tage Mining-Ergebnisse gekriegt. Da fasse ich mir an den Kopf und sage, boah, bitte, denk doch bitte an das, was ich in den Webinaren immer predige, Verdoppelung des Geldes in 1000 Tagen. Und wenn mir dann noch einer kommt und sagt mir dann nach 3 Monaten, ja, aber die Mining-Ergebnisse, sage ich, halt die Füße still, wir verdoppeln dein Geld in 1000 Tagen. Ja, aber ich will auch versiebenfachen. Also, pass mal auf, jetzt geh erstmal an die Verdoppelung und dann denk mal an die Vervierfachung. Halt doch mal die Füße still, lass das Ding doch mal arbeiten. Die Leute, die wollen immer, weißt du, geh doch heute mal zur Bank und sag, wie viel gibst du mir für Millionen? Okay, wenn sie nett ist, die Bank, sagt sie dir 1,5%. Dann sagst du, okay, gib mir die 1,5% mal vorab und die Millionen gebe ich dir später. Wie geht denn das? Du musst doch erstmal säen und dann ernten. Deine Rechner, die müssen erstmal anfangen zu arbeiten und dann gibt's Geld. Und wer jetzt anfängt und nach 3 Tagen anfängt auszurechnen, ich habe heute 1,22 Dollar an Bitcoin-Ergebnis, an Mining-Ergebnis und rechnet jetzt hoch, dass das ja gar nicht hinkommt, dass ich ja nicht mal mein Geld wieder rauskriege, da gucke ich hier in meinen Chat und dann beiße ich in mein iPhone und da frage ich mich, boah, Leute, kommt doch mal auf den Boden an. Ja? Also bitte, Selbstvertrauen. Ihr müsst das selber sehen. Und dieses Selbstvertrauen bekommst du, wenn du mal jeden Abend bitteschön in mein Backoffice guckst. Ich habe drin 5,18 Bitcoins, habe ich da drin stehen. Der hat mir einmal eins gesagt. Der hat gesagt, pass auf, Jörg. Wenn derjenige 5 Bitcoin investiert und der kriegt 5,1 Bitcoin wieder raus, dann hat der ein Geschäft gemacht. Weil er hat mehr Bitcoin rausgeholt, als er reingesteckt hat. Verstehst du, wenn du heute 0,8 Bitcoin in den 3.500er investiert und du kriegst einen Bitcoin zurück, dann hast du Business gemacht. Weil die Wertentwicklung, die nimmst du sowieso mit. So, die Chance ist aber groß, dass wir für dir vielleicht 2, 3 oder 5 oder wie viel Bitcoins auch immer machen, weil das Ding, das läuft ja über 10 Jahre oder 20 Jahre, keine Ahnung. Ja, was meint ihr, warum ich meine Pools auf 100% stehen habe? Weil ich jetzt schon über 2 Anteile drinstehen habe. Bis die 1000 Tage um ist, habe ich 4 Anteile drinstehen und dann geht für mich die Erntezeit los. Weil ich weiß, dass diese Firma auch noch in 10 Jahren auf dem Markt ist. Das ist die Geschichte. Dieses Selbstvertrauen, liebe Freunde, das müsst ihr euch holen. Und wenn ihr dieses Selbstvertrauen habt, dann wisst ihr, dass ihr Leute, die viel, viel besser sind als ihr, für dieses Business begeistern könnt. Und das ist deine verdammte Pflicht. Wenn du das erleben möchtest, was wir gerade erleben, wenn du das erleben möchtest, was viele, viele Partner von uns gerade erleben, die plötzlich eine finanzielle Unabhängigkeit erleben, die sie sich in den kühnsten Träumen noch nie vorstellen konnten, dann hast du verdammt nochmal deine Pflicht zu tun. Dann hast du erstmal zu säen und dann zu ernten. Und das ist ein Prinzip des Universums. Du kriegst nichts, indem du davon träumst. Es geht nicht, mal eben auszusenden, ich will jetzt auch Multimillionär werden, ich möchte auch Megamaster werden. Nee, so funktioniert das Universum nämlich mal gar nicht. Lies dir mal The Secret und so weiter richtig durch. Es geht darum, mit der richtigen Einstellung, aber dann auch das zu tun und für deinen Traum und für das, was du erwartest, auch tatsächlich umzusetzen. Und genau das ist es. Und das Ergebnis, was ich heute in meinem Backoffice habe, das werden viele, viele Partner, die hier auf der Leitung sind, in 6 Monaten, in 12 Monaten, in 18 Monaten in ihrem Backoffice vorfinden. Ich weiß das, weil ich bin einfach nur zeitlich ein wenig voraus. Das ist der einzige Vorsprung, den ich euch gegenüber habe. Zeitlichen Vorsprung. Also es geht nur noch darum, Kontakte zu knüpfen, die Leute zu begeistern, die Leute auf dieses Webinar zu holen, morgen Abend wieder. Und ich weiß, wir haben jetzt immer noch knapp 300 Leute auf der Leitung. Wir waren eben 340 in der Spitze. Und ich weiß, wir werden morgen Abend wieder weniger sein. Obwohl ihr Gäste einladen sollt, werden trotzdem weniger drauf sein als heute. Soll ich euch sagen, warum? Weil ganz, ganz viele wieder der Meinung sind, naja, das war ja schön, ich habe mich motivieren lassen und jetzt gucken wir mal. Wenn ihr anfangt, euch so zu zwingen, wie ich mich, weil ich bin jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf Sendung, stimmt das? Und so wie ich auf Sendung bin, warum zum Kuckuck bist du, der du auch dahin kommen möchtest, nicht auf Sendung? Ich verstehe es nicht. Und deswegen lad gefälligst Leute ein und sei auf Sendung. Und nur so kannst du Business machen. Und dann wirst du hier nach vorne kommen und dann bist du auch irgendwann Pro-Bilder und Master-Bilder und Monster-Bilder und ich störe in keinem Chat mehr, dass die Leute irgendjemandem beglückwünschen, weil du weißt, dass das ein geiles Gefühl ist, wenn man dieses erreicht und plötzlich weiß, ich verdiene jetzt plötzlich mal 10.000 mehr im Monat oder 20 oder 30 und was auch immer. Wir haben ein wahnsinniges Glück, diese Firma gefunden zu haben. Ich bin so unendlich demütig, dass ich das geschafft habe, diese Firma zu finden. Ich bin wahnsinnig froh, euch zu haben, aber ich bin auch wahnsinnig froh,
für all die Menschen, die uns noch nicht kennen, denen wir das Leben komplett verändern können und werden. Und deswegen danke dafür, was ihr den ganzen Tag tut. Danke dafür, dass ihr mich so unterstützt mit dem, was ich hier tue. Ohne euch und euren Einsatz könnte ich die tollsten Webinare sprechen und nichts würde passieren. Wir sind nur im Team stark und jeder einzelne von uns ist einfach nur ein Rädchen in diesem ganzen System. Wenn wir das realisieren, dass wir nicht nur in unserem Dasein, sondern mit dem, was wir tun, einfach nur ein kleines Rädchen in einem großen und ganzen sind und das vernünftig umsetzen, dann werden wir Dinge bewegen, die auch kein anderes Team hier im BitClub bewegt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf dem Weg sind, die größte, stärkste und erfolgreichste Organisation hier zu werden, weil ich glaube, es gibt keine andere Linie, die mal eben innerhalb von 30 Stunden drei Monster und einen Megamonster positioniert hier. Das ist ziemlich abgefahren. Danke für euren Einsatz. Seid fruchtbar und mehret euch. Ich empfehle euch, kommt morgen Abend einfach mal mit einem Gast oder zwei auf mein Live-Webinar. Macht es gut. Alles Liebe aus Dubai. Euer Jörg. Tschüss.